Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 4 im Überlebensmodus. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich auch Ton habe. Ja, okay. Das musste ich sicherstellen. So, ich habe nochmal alles eingesammelt, samt der Wackelpoppe, die da oben nochmal war. Ich weiß nicht, haben wir sie beim letzten Mal gesammelt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, setz dich erstmal hin, mach's dir bequem, solange ich das Bett suche. Da ist es. Ah, sehr schön. Ein Bettchen zum Schlafen. So, wir haben gespeichert. Wir sind mal wieder krank. Ich weiß nicht mehr was. Ich habe ehrlich gesagt ein paar Wochen jetzt schon nicht gespielt. Hätte ich machen sollen. Ich meine. Aber, weiß nicht, manchmal fühlt sich YouTube halt wie Arbeit an und dann braucht man eine Pause. Man braucht dann einfach unbedingt eine Pause. Und ich bin wieder da. Hallo. So, wir starten uns aus mit der Impro. Ich glaube, das war unsere gute, ne? Wir haben noch die Heckler und Koch. Dafür haben wir wie viel Munition? Nicht allzu viel, aber das ist die mit Schalldämpfer, ne? Haben wir auch einen Schalldämpfer dran? Ich glaube nicht. Nee, an der Eklon Koch haben wir einen Schalldämpfer, das weiß ich. So, hier haben wir keinen Schalldämpfer dran. Hier auch nicht. Da sowieso nicht. Gut, das dauert noch, bis wir überall Schalldämpfer haben. Aber naja. So, ich meine, im Endeffekt will ich ja irgendwann sowieso auf Nahkampf gehen. Darauf gehe ich ja eigentlich schon die ganze Zeit. Aber irgendwie funktioniert es noch nicht. Es funktioniert einfach noch nicht. Lass mich erstmal nachladen, bevor wir da reingehen. So, das letzte Mal haben wir das Hintertürchen genommen. Dieses Mal nehmen wir die Vordertür. Ich habe mich entwickelt, Freunde. Ich habe mich entwickelt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da drin überleben werden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So. Bist du bereit, Piper? Ich bin's nicht. Wir werden hier mindestens einmal drauf gehen, aber ich hoffe, dass ich irgendwo ein Bett finde, wo ich kurz zwischenspeichern kann. Ich meine, irgendwo müssen die auch schlafen, ne? Den Plastikkürbis nehmen wir schon mal mit. Kaugummi. Was, Sim? Du bist sowas von tot. Da bist du ja. Hey. Fuck. Da ist nichts mehr. Hey, was denkst du denn? Ruhig bleiben, Piper, ruhig bleiben. Du siehst Gespenster. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Jetzt fang nicht an, durchzudrehen. Oh, was ein Lack mit dem Headshot. Haben die hier auch Licht? Ich habe eigentlich die Scheinwerfer deaktiviert. Schreibmaschine. Stift, wieso nicht? Gummibonbons kann man immer gebrauchen. Oh, ich dachte schon, jemand öffnet gerade die Tür. Was ist das für ein Geräusch? Jene Maschine. Den Löscher lassen wir einfach mal da. Schrotpatrone. Ich habe noch eine Schrot mitgenommen. Vorsichtshalber. Ich bin im Fall der Fälle, dass wir sie brauchen. Okay, rechts ist clean. Wir nehmen nochmal die Kamera mit. Okay. Aber hier gibt es doch sonst keinen Durchgang, außer durch den Haupteingang. Was hat er überhaupt auf der Toilette gesucht? Ich meine, endlich weiß ich's. Eigentlich weiß ich's. Das ist ein automatisches Geschütz. Jetzt erinnere ich mich an das Geräusch. Was? Was? Hab sie gefunden! Oh. Hey, Dr. draußen ist leer. Guck nicht durch so eine Ritze, sonst kriegst du einen Headshot. Wer ist da? Bist du Piper? Ich hoffe, du bist Piper. Okay, das muss Piper sein. Oh, hi. Was zum Teufel war das? Oh, diese dämliche Tür. Es gibt Ärger. Oh, ich schieß nur gegen irgendwelche Sachen. Piper, mach mir mein Leben nicht schwer. Ich krieg eins zu viel, ne? Nichts.
gehört? Zumindest war das. Mir geht's gar nicht gut. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Diese dämliche Tür, ich dreh durch. Ich tu es. Was? Der Umzug nach Revere Beach? Verdammt richtig. Du willst dich allen Ernstes aus dem Staub machen? Zu einer anderen Bande gehen? Wo ist die kleine Schlampe hin? Ach, wir haben eine Karte? Wir haben eine Kartenaktualisierung bekommen, weil sie gerade über irgendwas geredet haben. Ich muss mir nochmal dieses Kartenupdate runterladen. Revere Beach Station. Am Meer leben, Leute nach Lust und Laune umlegen. Und Cinder ist wohl ein gewiefter Knochen. Ein Traumleben. Okay. Aber lasst sie fertig. Hey, ernsthaft? Draußen ist was. Was zum... Psst. Schieß los. Halt, nein! Wir sind hier nicht. Gott! Piper, geh mir aus dem Bild, Mann. Piper, habe ich gerade gesagt. Hör mir doch zu. Piper ist hier. Keine Sorge, ich bin alleine. Sie ist alleine. Wir haben Gesellschaft. Erbärmlich. Bullshit. Okay. Das war close. Sehr viel Munition habe ich nicht mehr. Maximal für 20 Leute, wenn ich gut bin. Piper, ey, du machst mir das Leben auch schwer, ne? Ist doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Willst du Spielchen mit mir spielen, was? Lass mich mal ganz kurz. Kotzt mich mal so an, wenn die Musik so laut ist in Spielen. Dann kann ich gar nicht reden. Oh, hier bin ich safe. Cool. Kronkorken. So, zwischendurch müssen wir naja, Piper noch ein paar Sachen geben. Ich brauche hier unbedingt ein Bett, ey. Mit dem Bett bin ich viel mutiger. Komm raus, dann mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Das gefällt mir nicht. Hey, lass uns was essen. Ich bin am Verhungern. Du kannst essen, wenn ich sicher bin, dass uns keiner alles ruhig. Hält. Ja, schon hey, klar, wir schmecken hier nur unsere Zeit. Du machst immer so eine scheiß Laune. Kannst froh sein, dass ich auf dich aufpasse. Wo sind die denn? Weißt du, das hört sich immer so an, als würden sie neben mir stehen. Oh, eine Erkennungsmarke. Ich hasse das, wenn es sich so anhört, als würden sie neben einem stehen. So. Ah, 308er Round. Ja gut, dann haben wir da wenigstens wieder ein bisschen Munition bekommen. Ist das eine Tür? Nein. Wo soll ich denn jetzt lang? Hier geht's lang. Ich würde am liebsten auch die Kleidung mitnehmen, aber ich... Wie viel trage ich momentan? Ich glaube, ich bin schon überladen. Ah, ziemlich. Das ist die Munition, die so viel wiegt. Ich weiß, viele beschweren sich immer, nimm doch die Kleidung mit, voll wertvoll, kannst du hier in der komischen Station verwerten und so ein Kram. Ja, kann man, aber man muss es auch tragen können. Okay, hier geht's runter. Ich frage mich, ob das ein Hintereingang ist. Was kann ich für dich tun? Als Maulpiper, ich sammle Sachen. Du willst etwas für mich tun? Suchst du was Bestimmtes? Du kannst für mich... meinen Schrott erstmal nehmen. Vielleicht kann ich dann doch vielleicht noch ein, zwei Sachen mitnehmen. An Klamotten. Du führst mich wahrscheinlich wieder raus, ne? Nein? Okay, durchsuchen wir erstmal die anderen. Gehen wir nach oben. Denn das sieht nicht, mir nicht so aus, als wären das Schlafräume. Holz. Wesen geben Holz. Aluminium.
Ich weiß schon ganz genau, was ich hier aufsammle. Ein Fahrstuhl. Das wäre, glaube ich, ungünstig, ihn zu nehmen, ne? Sehr, sehr ungünstig und sehr, sehr dumm. Weil ich nicht weiß, wo ich landen werde. Hier ist irgendwo der Hintereingang und hier ist irgendwo die Maschine. Latschen wir erstmal nach oben. Ich brauche unbedingt so einen Schlafplatz. Im Gebäude, im besten Falle. Okay, zwar noch keinen Schlafplatz gefunden, aber es sieht hier schon mal richtig gut aus. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt sein zu den Wohnanlagen. Sagen wir es mal so, Wohnanlagen. Puh. Pümpel oder Eimer. Metalleimer muss ich unbedingt mitnehmen. Okay, Leute, okay. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Ich hasse so Riesengebäude. Da ist man immer so schnell tot. Ja, komm mal mit dem dämlichen Fahrstuhl hin, ja? Es sind schon Vögel auf Corvegas in Flammen aufgegangen. Unglaublich, dass Leute in den Dingern gefahren sind. Wir müssen knacken. Clues. Ein Treffer. Sims. Null Treffer. Das könnte Flair sein. Mist. Proud. First. Ach komm, gib mir wenigstens einen Treffer. Ich brauche mindestens einen Treffer, um loslegen zu können. Oder wir machen erstmal noch den hier. Vielleicht finde ich ja genug, um das Ganze direkt aufzulösen. Das wäre natürlich der idealste Fall, ne? Falsche Einträge entfernen ist immer gut. Es gibt noch die Möglichkeit, ja, die Versuche zurückzusetzen, ist aber kacke. Weil meistens macht man das immer, bevor man irgendwas macht. Okay. Wir beginnen mit Sadly. Ein Treffer. Sadly. 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 Was haben wir denn, was so ähnlich ist wie Sadly? Nein, Games, ja. Null Treffer. Das A können wir schon mal ausschließen. Y sehe ich hier nirgendwo am Ende, können wir auch schon mal ausschließen. Spice kann es auch nicht sein, wegen dem S am Ende, bei Games. Siege. Könnte es mit dem S hinkommen, ne? Null Treffer. Das S ist also auch falsch. Oh, ich sehe etwas mit Y. Na also. So. Persönlichkeit auswählen. Rechtsvollzug. Einheit aktivieren. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Wie heißt das noch? Nur über meine Leiche? Ich habe über mir irgendwas gehört. Ist der Protektor schon tot? Echt? Oh, lol. Wow, du warst eine tolle Hilfe. Tschüss.
Ich hab. Was? Das, war das schon der Boss? Du wirst langsam paranoid, da ist nichts. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Muss aber noch mehr reißen. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Komm in mein Sichtfeld. Fuck. Fuck. Gleich haben die mich. Hab dich. Hey. Oder auch nicht. Das Jet wird sich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Es hört sich alles so da dran an. Wo sind die denn? Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Wegen nichts sind nur ein paar Leichen. Waren nur Ghule, keine Sorge. Haben sich wieder schlafen gelegt. Hast dich verpisst, was? Scheiße, was war das? Ich nicht, ich hab gedacht, ich hab Molotovs dabei. Hab ich auch wahrscheinlich, ja. Die Hoffnung war groß. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Klingt inzwischen alles nach Schritten. Nice, ja. Genau das, was ich geplant habe übrigens. Aber ich war mir nicht so ganz sicher, weil es das Auto nicht wirklich fertig aussah. Okay. Ich trinke mal einen Schluck. Okay, da ist niemand drin. Das ist schon mal gut. So, die Frage ist, haben wir jetzt hier sämtliches Personal schon ausgeschaltet? Was zur Hölle? Sind das nur Lichter oder? Commonwealth. Rein theoretisch könnte ich rausgehen und schlafen. Aber ich möchte sterben. Ich stehe drauf zu sterben. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannung hier haben, ne? Hm, da mag jemand keine Besucher. Was war das? Was zur Hölle hat mich gesehen? Hä? Der Geschützturm? Oh. Das war's dann wohl für dich. Oh Gott, da schießen mehrere auf mich. Nice, Piper. In deinen Schuhen lässt sich nicht stecken. Oh, Piper, du hast es richtig gut überlebt. Ich bin sehr stolz auf dich. Da kommen wir ja gar nicht rüber. Krieg dich mal wieder in den Griff. Das hört sich an, als würde es von oben kommen. Das gehört jetzt uns. Na, Schleimbacke? Tschüss. Kackviech. Verrät mich auch noch. So, komm ich darüber gesprungen? Lass mal hier alles aus dem Weg räumen. Leiche, verzieh dich. Ich muss hier springen. Nein, geht nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob hier noch irgendjemand ist. Also, ich habe... Ach, Piper ist nur Piper. Ich habe zwei damit getötet. Finde ich gut. Du bist hungrig. Ja, das ist schlecht. Ich hoffe einfach, dass wir die Geschütze damit ausgeschaltet haben. Und wie komme ich zum Teufel da hoch? Was ist das? Kann ich hier was Großartiges machen, außer rumlaufen? Nee, schade. Hätte ich irgendwas Tolles bringen können. Hier ist alles explodiert, cool. Hä? Wie soll ich denn hochkommen, ohne zu springen? Halt's Maul, Kleiner! Ich muss versuchen zu springen. Hä?
Habe ich das Ding nicht runtergefeuert? Okay, passiert nichts. Plan B. Sagt der Plan B. Ach, Piper. Hey. Hast du eine sehr seltsame Hitbox? Kann das sein? Oh, oh. Komme ich jetzt nicht mehr hier raus? Oh Gott. Was zum... Warte, ich gehe mal in den. So. First Person ist es einfacher. Geht mir alles schön aus dem Weg. Ich wette, da gibt es noch einen besseren Weg hin, aber ist mir egal. Ja, okay. Zero, springen wäre nicht schlecht. Also springen ist immer eine gute Alternative, wenn man vor einem Abgrund steht. Hä? Ich springe. Aber es bringt nichts. Nein, Piper, ich mach das. Ich krieg das hin. Ich bin ein Groß... Okay, scheiß drauf. Versuchen wir es mal mit Plan B. Jawohl. Plan B hat funktioniert. Oh, Betten. Ja, jetzt bin ich mutig. Corvegas Safe-Schlüssel. Slave-Schlüssel. So. Was haben wir hier? Grockner der Barbar. Mal ja. Nice. Kann ich gut gebrauchen? Jareds Tamlin Terminal. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Crystal entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemand als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Räder, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Ach, der will genauso wie die Toilettenoma. Möchte er Vision haben durch, Jet und so ein Kram. Subjekte. Es sind nicht die Champs. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussahen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge, aber das Gerücht über kostenlose Champs macht viele neue Rekruten, haben viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis psycho-neue Vision bei ihr. Sie ist hier. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete, drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich, schließlich hat sie das alles kommen sehen. Okay. Völlig komplett doof, der Typ, ey. So, kurz mein Mikro richten, sorry. Zerstörtes Beantown. Sieht aus, als wäre jemand in die Beantown-Brauerei hineingetanzt und hätte Tom und seine ganze Bande kalt gemacht. Höchste Zeit, dass wir zusätzliche Wachen positionieren. Das war ich. Licht einschalten, nö. Turmsteuerung. Zugriff auf Turmsteuerung, ja. Achso, ja. Deaktivieren, ja. So, für den Fall dafür, dass hier noch mehr Türme sind. So, der Überseekoffer haben wir schon geöffnet. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, der Raider-Harnisch. Was ist das denn? AK-102 Short Barrel Rifle. Okay. Was ist das für ein Scheiß?
Das ist ein fucking Sniper. Er hat einen Sniper. So, wie viel Schaden machst du denn? 68 und du benutzt die 45er. Was benutzt denn noch 45er? Das ist nicht diese Art von 45, oder? 33 Munition. 63 Munition. Naja. Ja, dann geht das ja klar. Da haben wir jetzt einen Sniper. Sehr schön. Ich hätte schlafen sollen, ne? Ah, Mist. Piper! Gib mir deine Hand! Piper! Please! Ich hasse Piper. Wieso ist das alles im First Person viel leichter? Sagte er und versagte. Alter, ich bin gesprungen. Oh, oh, oh. Oh, stimmt, da war ja was. Ergib dich, dann mach ich's schnell. Hast du das gehört? Nee, ich bin in der Schießerei. Wäre es doch gar nicht erst so weit gekommen. Wo zur Hölle kam die denn her? Ich war hier gerade am Klettern, Mann. Das könnt ihr doch nicht bringen. Also, das war Ganze mit dem First Person, beziehungsweise Third Person, dass ich jetzt Third Person benutze, ein Experiment für mich, einfach wie es ist, damit zu spielen. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch kacke. Wie am Anfang. Keine Ahnung. Ich spiele lieber First Person. Ich meine, ich werde jetzt weiterhin das Projekt so spielen, wie ich es begonnen habe. Klar, logisch. Macht euch keine Sorgen, Freunde. So. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass ich dann im Fallout 76 so nicht rumlaufen werde. Auch wenn es schön ist, seine Rüstung zu sehen. Na gut, wir haben ja noch ein bisschen was zu erkunden und dafür gehen wir runter. Glücklicherweise habe ich ja gespeichert. Haha. So, wir haben jetzt noch diesen Weg. Oh, hi. Was zum Teufel war das? Wenn ich nur... Man kann nicht herausfinden, hören, wo die Stimmen kommen. Ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch mal danach aus. Hast du den gerade eiskalt gemacht? Piper, ich bin stolz auf dich. Sie hat mal was gerissen. Leute, Piper hat was gerissen. Ey, jetzt bin ich richtig stolz auf meine Begleitung. Das Geschütz ist raus! Ihr habt alle gesehen, dass ich es ausgemacht habe. Ernsthaft? Ich weiß nicht, woher die Stimmen kommen. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Es hört sich an, als würde es von da oben kommen. Ach, das ist das Exit, was sie... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier waren aber wesentlich mehr das letzte Mal. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Ja, der ist sowieso tot. Also, ich bezweifle stark, dass er das braucht. Wenn man weiß ja nicht, vielleicht steht er nochmal auf als Ghoul. So, das heißt, ich könnte hier quasi entfliehen. Ja, ich weiß, ob dahinter jetzt jemand steht und sich denkt, ha, wenn er hier rauskommt, mache ich ihn kaputt. Das wäre ein bisschen ungünstig. Und ich habe gerade noch von oben gesehen, dass hier noch eine Tür ist. Irgendwo da. Diese Tür würde ich gerne mal angucken. Bringst du mich auch ins Commonwealth? Nein. Was?
Achtung. Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Verteilt euch! Findet sie! Aha. Jep, ich hab sie im Visier. Hey, da draußen ist was. Oh, was du nicht sagst. Hey, die haben sich selbst getroffen. Diese Achtung nehme ich ernst. Danke. Hui. Ich glaube, der ist aber... Hat er sich selbst umgebracht? Das ist schon ziemlich blöd. Respekt dafür. Radioaktivität? Was hat er hier hochgehen lassen? Muss ich mich jetzt auch noch beeilen hier beim Plündern. Das ist Piper, alles gut. Ganz viele Mülleimer, die ich nicht mitnehmen kann. Cool. Ich habe mich gerade gefreut. Was soll hast du hier hochgehen lassen, Dude? So eine Tonne? Scheint so. Alter Piper, mach keinen Scheiß. So, eine Schemkiste, auch noch gesperrt, das ist kacke. Ja. Gut, dem haben wir den Kopf abgeschossen. Hat er aber auch verdient. Ghule? Sollen wir da jetzt durchgehen? Ich glaube, das ist nämlich noch ein neuer Geheimgang. Also ein Geheimgang hier rein. Wer ist da? Wir sind hier nicht allein, Blue. Ja, stehen wir nicht im Weg. Eiskalt. Ach, da ist er. Hast du das gehört? Warst du das? Es war ein automatisches Geschütz, das auf mich geschossen hat. Was fragst du mich, ob ich das gehört habe? Ich hab's gespürt sogar. In meinem Kopf. Das hat mir Kopfschmerzen verursacht. Stimmt, die anderen haben wir gar nicht geplündert, ne? Und der nächste Nachruf. Oh mein Gott. Geschlagen, Blue. Wo kam die denn her? Bitte, wo kam die denn her? Okay, lokale Anführer, Freunde. Wir kriegen das hin. Boom! Das war der erste Punkt. Benzinkanister, was haben wir hier noch so schönes? Nichts, ne? Knochen. Oh, Dünger. Dünger können wir gebrauchen. Endlich mal eine Sache, die wir gebrauchen können. Seesack. Die hätte ich nicht gesehen. Das war Glück. Oh, die Impro-Pistole ist nämlich nicht wirklich gut gegen Ghule, deswegen habe ich so schnell wie möglich gewechselt. Weil Ghule nämlich zu einer hohen Anzahl da sind und schlauer sind als Menschen. Und auf dich zugerannt kommen. Wie kranke Irre. Gut, ich nehme an, hier waren wir schon. Da ging es ja hoch, ne? Hier waren wir auch, ja? Das sieht man da an der Leiche. Meister. Ja gut, da komme ich nicht hin. Daddy ist zu viel für mich, Freunde. Glühbirne kann ich aber gebrauchen. Was hast du vor? Klauen. Alles. Das habe ich vor. Gut, dann fehlt ja eigentlich nur noch der Weg nach unten in die Kanalisation, um da quasi noch den Rest fertig zu machen. Was mir da aber Sorgen macht, ist, wenn wir da durchgegangen sind, ne?
Also wenn wir da alles geklärt haben, dann wird da höchstwahrscheinlich ein Ausgang sein. Wenn wir diesen Ausgang nehmen, werden da höchstwahrscheinlich Ghule sein. Versteht ihr meinen Gedanken? Könnt ihr mir folgen? Dafür holen wir also unsere 10 mm raus. Danke fürs Aluminium. Noch ein Geschützturm? Achso, das ist dasselbe. Hallo, toter Raider. Was machst du hier? Lonnie's Terminal. Lexington. Lexington gehört uns. Verflucht, ja. Wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen. Apartment. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Crystal oder Gristle und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben. Habe bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen, wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ich brauche noch einen Geschützturm. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagt, dass er sich darum kümmern wird. Aber ich weiß nicht, ob er mich nur weggeschickt hat, damit er weiter mit seinen Champs spielen kann. Oder auch nicht, keine Ahnung. Da fehlt irgendwie ein Oder. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang wird durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns. Aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Mich zum Beispiel. Saufgelager, aber ich habe einfach den Haupteingang genommen. Gristle und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch ein Rohr gekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem noch gerade schießen. Jared. Haben unser anderes Geschütz immer noch nicht hier unten runterbekommen. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kronkorken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudoktieren. Wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Gristle sagt, dass er nur wütend auf mich wird, aber jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Ja, zu spät. Ich habe euch alle gekillt. Ja gut, dann lass uns hier rausgehen. Muss man echt mal das Wasser ablassen. Come on, Ralph! Oh Gott, ich bin gespannt, ob da irgendwas Großartiges ist. Hallo? Irgendwas, was mich hier töten will? So, wo will uns jetzt unsere Quest hinschicken? Wir wollen bestimmt nicht dahin. Das Sanctuary. Da. Wir müssen zu Tenpennys Bluff. Na gut, dann könnten wir eigentlich mal wieder in unsere Hauptstadt zurück, ne? Gucken, was da so abgeht. Wir haben jetzt den lokalen Anführer. Stimmt. Können wir einiges machen. Das heißt, vielleicht schauen wir doch vorher nochmal da vorbei. Weil wir müssen da sowieso dran vorbeigehen. Wir müssen hier halt hier nur heil rauskommen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo ich gerade bin. Das kommt mir bekannt vor. Da machen wir einen Bogen drum. Der kommt mir auch bekannt vor. Ich dehydriere. Cool. Aber ich muss leider in diese Richtung. Ist hier nicht das Haus? Ah. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Hier sind wir ziemlich safe. Weil wir hier schon alles ausradiert haben. Das finde ich gut. Das finde ich knorke, Freunde. Also da bin ich ein Fan von. Ja, hier ist der Super-Duper-Mart. Cool. Dann sehen wir uns bei uns zu Hause.
Was zur Hölle? Ich höre Schüsse. Ich bin noch nicht zu Hause. Jetzt gehen wir in den Ladebildschirm von unserem Zuhause. Super. Was war das? Will ich's wissen? Raider. In der Nähe meines Zuhauses. Das wird nicht akzeptiert, Freunde. Oh, das sind viele. Piper, steh mir nicht im Weg. Steh mir doch einfach nicht im Weg, Piper. Was ist denn los mit dir? Ah, diese Frau macht mich fertig. Darum mag ich meinen Hund. So. Gib mal deine Rüstung. Was haben wir denn hier? Siedler. Danke, du Penner. Der bringt einfach meine Siedler um. Die konnten sich nicht mal richtig wehren. Sackkapuze mit Riemen. Ja, es waren alles Säcke. Das erklärt einiges. Wo ist der Rest? Bin ich so ein guter Schütze, dass die 1 Milliarde Kilometer weit entfernt geflogen sind? Ja, nicht so wichtig. Wir haben die Erfahrung mitgenommen und das reicht. Wir sind zu Hause. Hallo Leute. Wer bist du denn? Hi. Kann ich hier draußen irgendwie helfen? Gerade nicht. Gerade nicht. Danke. Nun gut. So, wir müssen ein bisschen Müll abladen. Piperino, bitte kommen Sie näher. Hey, lauf nicht weg. Einfach Bescheid. Klar, schau's dir an. So, ich nehme alles. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? So, dann transferieren wir erstmal den gesamten Schrott hier rein, ne? Dann gucken wir mal hier die Heckler und Ko. Wieso machst du mehr Schaden? Ach, weil die einen Schalldämpfer hat. Ah. Ich verstehe. So, was haben wir hier noch? Verursacht Doppelschaden, wenn das Ziel volle Gesundheit hat. Ja, kennen wir schon. Doppelläufige Schrotflinte kann ich jetzt wieder weglegen, weil ich sie jetzt nicht mehr brauche. Sie war quasi nur ein Ersatz. So, das Essen habe ich auch eingelagert. Jetzt müssen wir halt nur noch gucken. Was brauchen wir für Munition? Wir brauchen 308er, die HK, die 45. Ganz schön viel, ne? Ach, das war genau, das war ja meine Sniper-Munition. Aber ich glaube, die Sniper-Munition brauche ich nicht, weil ich ja den hier habe. Wofür ich noch 4 Schuss habe. Wir packen dich erstmal zurück. Wir packen dich erstmal zurück. Noch brauche ich dich nicht. So, das heißt, die 45er ACP, die habe ich doch irgendwo genutzt, oder nicht? Ja, die habe ich genutzt. Die 38er brauchen wir nicht. 10 mm liegen wir 100 ab. So, was haben wir hier noch? Haben wir die 5, 6 Dinger? Nein. Die können auch weg. Die 30 mm brauchen wir nicht, ne? Doch. Gerade die brauchen wir. Dann haben wir hier Sowjet. Was ist denn unsere Depression-Waffe hier, was ist ich, was ist es? 308er. Die benutzt ganz schön billige Munition, oder? Nein. Gott, ich habe ja gar nicht mehr so viel davon. Das ist nicht so gut. Ah ja, wahrscheinlich in meinem anderen Zuhause noch was. Gut, dann. Wir haben jetzt den lokalen Anführer, ne? Ihr könnt jetzt was für mich machen. Du. Versorgungsroute nach Sanctuary Hills. Ja. Hä?
Ist das nachgewachsen? Das Skelett auch? So, nicht zugewiesen? Ich kann jemanden dem Brahmin zuweisen? Echt? Du. Ja, keine Ahnung. Der Brahmin ist komisch. Naja, ich müsste doch jetzt eigentlich... wieso kannst du keine Versorgungsroute machen? Ich bin doch ein Tier, du musst mir gehorchen. Hallo? Ach so. Ich wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? So, ja, so ist schön. So, wie viel Holz brauchst du? Auch 8. Na gut. So, jetzt können wir wieder fleißig bauen. Jetzt haben wir nämlich wieder richtig schön Holz am Start. Hä? Gut, bauen wir einfach so viel, wie es erstmal geht. Ist ja erstmal egal, dass das jetzt leider nicht so hoch ist, wie ich es wollte. Ein paar Zentimeter hätten nur gefehlt. Aber guckt euch das hier an. Das hier ist perfekt, der Übergang hierzu. Vielleicht lohnt es sich allein dafür. Ich meine, rein theoretisch kann ich das hier so ausbauen. Dass der Übergang perfekt ist. Ich meine, schlussendlich kriege ich dafür Erfahrung. Also. Ach, da kann ich es nicht hinbauen. Schade. Alles, was mir Erfahrung gibt, ist gut. So, bitte hoch mit dir. Ah, ein bisschen ärgerlich. Vielleicht werde ich einfach noch eine Stufe hochgehen. Geilo. Vielleicht gehe ich gleich einfach noch mal eine Stufe hoch irgendwo. Alter. Also wir werden das schon schön hinkriegen, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Das heißt, wir machen maximal hier den hier. Ja? Ich werde später offscreen, also nicht später jetzt gleich, sondern später in 20, 30 Folgen werde ich hoffentlich dran denken, den Boden richtig hinzudrehen, weil ich mag das eigentlich nicht, wenn es so ist. Hallo, kannst du nicht da einrasten? Mir zuliebe? Ich baue erstmal alles, was möglich ist, ne? Bis hierhin dürfte das sogar reichen auf der Seite. Wenn ich jetzt durchgehend auf dieser Höhe bleiben kann, wäre das prämagnifik oder wie das auch immer heißt. Nein, kann ich natürlich nicht. Da müssen wir ein bisschen umdenken. Ich möchte nämlich, dass hier alles aus Holz ist, der ganze Boden. Das ist my dream. Ah, das hier finde ich schön. Kann ich hier sogar noch was drauf bauen, damit das perfekt passt. Ja gut, das macht keinen Sinn, wenn ich hier irgendwas hinbaue. Wenn ich da sowieso nicht hinbauen kann. So, ich glaube, jetzt haben wir all unsere Holzpunkte herausgefunden, ne? Siehst du, dann muss ich das halt noch alles so drehen. Passt. Am besten so, dass die Farbe überall passt. Seht ihr das, wie wunderschön das sein kann? Wenn man alles bedenkt. Aber das mache ich irgendwann selber. Separat. Und hier ist unsere kleine Schwitzgrube. Aber finde ich gut, dass das jetzt hier langsam läuft. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier? So ist hier noch eine Lücke, dachte ich gerade. Guck mal, wie viel Spaß sie haben an meinem neuen Gebäude. Ja. Da tanzt sie da rum. Das kann ich aber höchstwahrscheinlich nicht einbauen, ne? Nein. Da muss ich dich jetzt leider umplatzieren. Parken würde ich mal hier hin, ne? Hier sieht es doch ein bisschen schöner aus.
So, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Jetzt wird hier ein bisschen Verschönerungstaktiken betrieben. Wollte schon Schatz sagen. Ich verbringe viel zu viel Zeit mit Reggie, glaube ich. wenn ich zu euch schon Schatz sage. Ich möchte einen schönen Zaun haben. Guckt euch diese Scheiße an. Ist doch nicht schön. Oder besser als gar nichts. Die sollen dann nämlich nicht in einer Tour reinfallen. Tada! Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Oh, stimmt, ich kann ja einfach Sachen wegnehmen. Nein. Ich will springen. Aber ich muss gar keine Sachen mitnehmen. Dir geht's gut, ja? So, Säune. Bitte nicht reinfallen, ist gleich zu. Guckt mal, wie schön wir das hingekriegt haben. Ach, ist das toll. Ach, ist das schön. So, und dann werden wir hier den Rotz hier erstmal einlagern, ne? Wie lagern wir den ein? Bewerten? Nein. Hallo? Lagern, B. Wobei wir den Teil tatsächlich lassen können. Mir ist da gerade nämlich spontan was eingefallen, was wir mit dem Teil machen können, weil es nämlich hier so einen perfekten Übergang hat, können wir da ein Tor machen. Ah, ich finde es ein bisschen schade, dass das hier alles nicht klappt. Dann geben wir hier nämlich einen hoch, ne? So, dass wir dann perfekt hier drauf abschließen. Dann können wir das hier irgendwie so zum Teil eines Gebäudes machen. Mal gucken. So, und dann müssen wir diese zwei Reihen hier anscheinend entfernen. Oder vielleicht lassen wir das so. Einfach, weil das hier auch sehr schön abschließt. Ach, ich kann hier noch weiterbauen. Außer hier natürlich. Spielverderber. Aber hier könnte ich rein theoretisch noch weiterbauen. Was natürlich dann mit dem hier nicht mehr passt. Und das Ding kann man hier auch nicht abreißen. Aber ich habe hier noch ein Skelett gesehen. So, dich nehme ich auch mit. War das eigentlich vorher auch schon da? Wieso kann ich das nicht wegnehmen? So eine Rotze. Ist doch hässlich. Wer zur Hölle raucht hier meine Abwesenheit? Das ist nicht gestattet. Keine Ahnung, soll ich hier so einen kleinen Schlafplatz für mich machen? Wäre das was? Würde ich mich darüber freuen? Zero, würdest du dich darüber freuen? Ah, ich weiß nicht. Ist ein bisschen eng. Guti. Ich würde sehr gerne hier nach oben gehen. Damit abschließen, dass das hier zusammen verbunden ist. Wenn es geht. Finde ich auch nicht schlimm. Und das hier würde ich auch gerne schöner haben. Aber es geht nicht. Wir müssen das so irgendwie lassen. Und versuchen irgendwie schön zu dekorieren. Ach, ist das kacke. Aber hier soll es auf jeden Fall hochgehen und da soll es hochgehen. Das heißt, das hier nehmen wir auch alles wieder mit. Und die Ecke ist einfach kacke. Die ist einfach kacke. Naja. So sieht man wenigstens nicht, dass hier ein Brett fehlt. Schade, hätte ja sein können. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich wäre so im besten Fall einfach so eine Treppe dahin zu setzen, oder? Das wäre schon ziemlich gut, ne?
Wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, mehrere platzieren wollen, was irgendwie nicht funktioniert, weil das Bausystem von Fallout kacke ist. Man kann einfach keine zwei Treppen nebeneinander... Wollt ihr mich verarschen? Wieso geht das nicht? Haben wir Möglichkeiten, Rampen zu setzen? Gibt es hier ernsthaft keine Rampen? Ah, wir hatten noch die Möglichkeit, aber das... Es ist auch keine Lösung, Freunde. Das ist auch keine Lösung. Hat hier irgendjemand eine gescheite Lösung für mich? Wie ich das Ganze angehen könnte? Ja, nee, Das ist alles nichts Ganzes und nichts Halbes, ganz ehrlich. Wir haben hier ein Tor, ja, das ist ja schön. Zäune habe ich schon gesetzt. Oh, Maschendra Sound. Aufzüge? Wir haben hier Aufzüge? Wie krass ist denn das? Cool. Aber kann ich gerade nicht gebrauchen. Oh, Kugelbahn, auch nicht schlecht. Hilft mir aber alles nicht weiter. Bin ich ganz ehrlich zu euch. Das hilft mir einfach nicht weiter. Was soll das? Das? Fogfilter? Hm. Wir müssen doch irgendwie höher kommen. Ich weiß nicht, mit den Treppen ist das so billig. Es ist einfach billig mit den Treppen. Ich könnte quasi diese Treppen hier benutzen. Ja. Oh. Sagen wir einfach mal, ich möchte auf... Ich kann da gar nicht bauen. Warte kurz. Wieso kann ich da nicht bauen? Wollt ihr mich verarschen? Ah doch, geht doch. Sagen wir mal, ich möchte gerne auf diese Höhe hier kommen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass wir es natürlich nicht perfekt gerade bauen können. Ihr guckt euch an, wie krumm und schief das ist. Okay, wir machen es, glaube ich, billig. Ich denke, glaube ich, viel zu kompliziert. Kann das sein? Kann das sein, dass ich hier momentan einfach zu kompliziert denke und wir es ganz einfach mit Wänden lösen können, ohne dass es beschissen aussieht? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es geht. Ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Wir machen nämlich... erstmal Wände. Erstmal zäunen wir jetzt unser Gebiet ein. Und zwar mit Holzwänden. Das sind aber keine Holzwände, Dude. Wollt ihr mich verarschen? Die verarschen mich doch gerade, oder? Was sind das? Holzwände? Oh, what? Das sind doch keine Holzwände. Ich will klassische Holzwände. Das sind doch keine... Wo sind das denn Holzwände? Holzwände sind doch aus... Ich weiß nicht, Holz? Ja, so. So sehen Holzwände aus. Bringen mir natürlich einen Scheiß. Wenn die irgendwo... Eine normale Holzwand, Freunde. Wir lagern das mal ein. Ja, gut. Nicht die schönste. Es ist wirklich nicht die schönste. Es ist eine verdammt hässliche. Wie sieht der Metall aus?
Ich habe einfach in Erinnerung, dass es viel schönere Holzwände gab als diese Scheiße. Keine Ahnung, Freunde. Kommt mir das nur so vor? Ich meine, guckt euch an, wie scheiße das aussieht. Ich müsste den quasi drehen, dass der sich abschließt. Ich meine, wer baut denn so eine Scheiße? Dann muss ich im Zweifelsfall wohl doch darauf gehen. Dir geht's gut, ja? Okay, Freunde, wir machen das einfach so. Ich denke jetzt mal eine Runde drüber nach, wie ich das Ganze hier aufbauen will. Gucken wir die ganzen Sachen an, die Möglichkeiten, die wir hier haben. Und dann suche ich einfach was Schickes aus, was gut passen könnte. Wir sehen uns auf jeden Fall dann nächste Woche wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.